washed my face in the rivers of amber. Made my bed from a cargo crate. Down in the city of quartz. No news, no new regrets. Dust is Susan B. over my shoulder. It would rain and rain, submerge the whole western states. Call it the last fair deal with an American seal and cobran and shade. Mike landete bedingt durch einen Sandsturm inmitten der Grass Valley Wilderness Area, so etwa 160 Meilen östlich von L.A. Mike bemerkte ein helles Licht am Himmel. Es war mitten in der Nacht. Wir schreiben das Jahr 1961, exakt den 4. August. Seiner Neugier folgend suchte er die Quelle des Lichtes. Dort angekommen, traf er auf einen Police Officer, der offenbar verwirrt an dort parkenden Autos sogenannte Knöllchen verteilte. Bei den Autos handelte es sich um Krankenwagen, Polizeiwagen und Transporter der Nationalgarde. Der Officer ignorierte Mike. Als sich eine weitere Person näherte, trabte er ab. Die Person stellte sich vor. Hallo, ich bin Special Agent Clark von der YMCIA. Sie müssen Tischler Mike sein. Mike erwiderte, ja natürlich, aber woher wissen Sie das? Wir wissen fast alles. Den Sandsturm haben wir initiiert, um Sie zur Landung zu zwingen. Machen wir es kurz, kommen wir zur Sache, Mike. Mike, Ihr Land, die Vereinigten Staaten von Amerika, benötigen Ihre Hilfe. Und da Sie Ihr nicht sichtbares Fluggerät wohl im verborgenen, nicht aber für uns unsichtbaren Bereich bauten, sind Sie unser Mann. Dieses Gespräch bleibt unter uns. Nicht einmal der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist eingeweiht. Wieder erwacht hatte sich Mike komplett verändert. Seine Hautfarbe war schwarz. Er konnte sich an nichts erinnern. Er wusste weder, wer er war, noch wohin er wollte. Er konnte nicht sprechen und bewegte sich nur sehr langsam. Seine neue Haut war straff, sodass, wenn er sich setzte, sich der Mund öffnete. It's just your life, Jackie Brown. Poorly educated and forced to live on a poor side of town. This is your daughter, Jackie Brown. This pretty little girl in worn-out clothes that hand me down. This is your wife, Jackie Brown. The sad blue eyes walking on my chest. You don't see her frown. This is your family, Jackie Brown. Dream of vacation on a mountain stream and giving the world more than the dead you. What ugly truths freedom brings, and it hasn't been very kind to you. This is your life, Jackie Brown. Wie fast alle Soldaten, so verfiel Bukowskis Vater nach dem Ende der Mission dem Alkohol und wahlweise dem Wahnsinn. Genau ist das nicht belegt, aber so hörte man
Er prügelte auf den kleinen Charles ein. Wir alle wissen, das prägt junge Menschen. Prominente Beispiele gibt es genügend. Man nehme nur Boris Becker, Markus Söder oder Gerhard Schröder. Da möchte man gar nicht wissen, was deren Väter mit denen gemacht haben. Bei Bukowski ist es bekannt, es gab reichlich Schläge. Fürs Rasenmähen gab es die meisten. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing as you game. Laughing and the running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog. Milke ergreift das Wort. Lieber Genosse, erster Sekretär, liebe Genossen, durch unsere fleißigen und verdeckt arbeitenden Kundschafter, sowohl in den Schulen und in den Betrieben, vor allem aber an den Universitäten wurde festgestellt, dass von eben gewissen Bukowski-Schriften verbreitet werden. Unsere Spezialisten gehen davon aus, dass der Mann in den USA nichts zu lachen hat. In dem ersten Gespräch mit den verantwortlichen Genossen unserer sowjetischen Freunde sind wir der Meinung, dass man den Herrn Bukowski für die Aufklärung der Jugend über die Unmenschlichkeit des Kapitalismus nutzen sollte. Danach eröffnet Honecker die Diskussion. Diese zog sich derart lange hin, dass der anschließende Tagesordnungspunkt gestrichen werden musste. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she moves me, I don't want to leave her now. You know I believe and have.